Ja, moin Leute, hier ist Daune, Saune-Kollege. Hier sehen Sie einen Silas. Ja, moin. Und da jetzt von mir erstmal kein Beispielvideo kommen wird, wie ich gerade Tüten tue, nee. Weil ihr wisst ja wahrscheinlich alle Bescheid, habe ich gedacht, ich kann euch ja nicht ohne Video lassen. Nee, und deswegen darum, haben wir mal geguckt, ja. Rahmen ist dafür fürs Bemixen. Und darum zeigen wir heute mal, weil Silas hat seinen Rahmen durchgebrochen. Natürlich, ja, weil er cool. Und er hat sich einen neuen Rahmen bestellt, der ist hier drin. Wir unboxen das jetzt und dann mache ich auch direkt ein Montagevideo zum Schluss dran. Ja, weil nochmal eine Reels. Genau. Und dann zeigen wir euch mal so, wie Silarsch hier das Bicyclett da zusammenbauen kann. Auf geht's. Jo, dann schneid mal. Silarsch! Wir sind hier auf Daunelsucht, Daunelkollegen, Daunel-Dachboden. Da müsste das Trittlein jetzt auch noch mit dran sein, was du bestellt hast. Ist doch schon da! Ja, wie geil! Ein Euschlick-Kettenblatt! Trittlanger! Wie cool! Wo ist hier mein? Sieht mega plus, Alter Schwede. Ist halt plus, warte. Was sagst du dazu? Würde ich auch sagen. Mega nice, da muss ich wirklich besser gelegt fahren. Jo! Der Frame, Digga. Der Frame! Hier wiegt ja nichts, Alter. Ich kann jetzt leider nicht hochheben. Was steht da drauf? Federal! Hoffman. Alter, und der glänzt! Guck mal, wie der glänzt! Widerlich. Mhm. Auch Dübelabstand-Euslick. Mhm. Natürlich-Euslick-Schrauben, versteht sich, ne? Sehr elegant. Mega nice. Oh, das passt schon mal. Mensch, passt. Mega, oh, das erste Teil passt. Das ist immer der besonderste Moment, wenn das erste Teil passt. So, ich würde sagen, das Fahrrad ist fertig, ne? Ja, dann brauchen wir nichts mehr machen, ne? Auf jeden Fall nicht. Ah, ich schieb den Karton mal ein bisschen. Eichelkäse. Ja. Silas hat es hingekriegt, den Sattel reinzuschrauben. Jetzt pruckert er halt hier so seinen Euslick-Kettenblatt raus. Piss dich. Schon mit Glänzen. Hier ist der Spacer fürs. Alter Junge, wie das glänzt einfach, Mann. Das ballert so rein. Übel geil. Super View. Weiter geht's. Weiter geht's. Jetzt machst du Arsch. Wo sind die Bolten? Sein. Wo ist die Bolten? Sein Kettenblatt. Um die Achse. Da kommt das. Hier rein. So, wenn die Lager drin sind. So, jetzt seht ihr hier, wie Silas den Rahmen professionell den Rahmen fettet, damit die Lager schön rutschen. Und die Finger schmutzig machen, Leute, nimmt einfach so ein Ding. Ich hätte dir auch ein Tuch mitbringen können, hättest du was gesagt. Aber ich bin natürlich wieder mit dem blauen Auge davon gekommen. Ey. Ja, ist jetzt quer. Professionell wird das Lager reingeschlagen. Genauso wie das. Drin ist es, Leute. Da ist er, der Silas. So, nochmal professionell fetten. Immer schön, Leute. Nicht zu wenig, aber bitte auch nicht. Also lieber zu viel als zu wenig, sag ich immer, aber... Ja, spart nicht an Fett. Fistet euer Lager am Ende, weil das sind... Oh, mein Hintern! Torwartspiel muss ich jetzt mal hinsetzen. Ja, Daunel-Kollege setzt sich hin, weil Daunel-Kollege... Schön, dass jede Ecke so ein bisschen Fett hat, Leute. Ja. Professionell gemacht. Also wie gesagt, an Fett sollte man eigentlich nicht sparen. Nee, Mann. Lieber vor allem nicht, wenn man so einen Riesenbottich hat. Lieber zu viel als zu wenig, sag ich immer, ne? Boah. Nicht, Jungs! So, jetzt wieder professionell. Ein Prügel. Anhauen. Jetzt hau ich das an und dann schlage ich... Arm. Ist gerade rein. Peng! Und dann sitzt es. So, was kommt jetzt? Kommt die Kurbel! Mit der Axt! Mit der Axt! Mit der Axt! Vergessen, auch bitte Fett dran machen. Ein wenig Fett. Ja. Cool, ist ja gut. Ja, weißt du, Bescheid, Leute. Sag mal, wenn ich euch ein Bike zusammenbauen soll, kommt vorbei, 25 Euro die Stunde. Den Silas an! 25 Euro die Stunde, dann mache ich das. 0800? 529 und 4 mal die 5. Keine Ahnung. 180, 5, 4, 6. 4, 6. Ruf jetzt an. Jetzt soll ich passen. Oh, das ist immer so ein geiles Gefühl, wenn die Sache passt, ne? Genau. Es ist immer so, ich finde es immer so geil, wenn du eine Achse irgendwo rein... Genau. Also Leute, jetzt kommt das Ding drauf. Ja, genau. Die Lager sollen ja nicht frei liegen, ne? Nee. Wie viele Spacer sind denn hier drin? Die alle dann an? Nein, das ist... Das ist für einen Rahmen, hast, der dünner ist. Ah so, Asi. Da kenne ich mich schon mit dem drauf. Ah.
So, also mal wieder. Moin Leute. Und Silas hat jetzt seine Achse, Tretlager mit Kettenblatt und Kurbeln, alles dran gekriegt. Also schon mal dran. So, was kommt als nächstes? Willst du diesen Steuersatz machen? Als nächstes machen wir mal die Gabel. Ja. Gabel? Steuersatz. Gabel, Steuersatz, alles. Ja. Habe ich ja, und dann, hab ich ja nicht neu bestellt. Genau, und dann müssen nur noch die Reifen dran und dann ist das Bike eigentlich schon fertig. So, weiter geht's, ne? Mit der Gabel. Silas hat sich jetzt mal etwas entkleidet. Ja, mir ist warm gewesen. Bei genau. Pisswetter, muss ich mal gucken. Ja, es regnet und es ist halt sehr warm und darum ist es noch ein bisschen kühl jetzt zu zeigen. Aber, ja, wir bauen jetzt die Gabel ein. Steuersatz und ja, das gleiche Prozedere. Mein Dreck lagern. Die Lagerschalen erstmal schön einfetten, ne? Damit es auch gut schmiert. Mit Specialized Rinserol. Specialized? Spezialisiertes. Das sieht jetzt ein bisschen aus wie Erdnussbutter. Nein, wir verwenden hier keine Erdnussbutter. Wir schmieren immer Erdnussbutter auf unsere Lager. Das sitzt schon mal super drin. Kack drauf, ja. Kack! Die Gabel montiert! Genau! Die Gabel! Genau! Pieseln! Nein, jetzt muss ich das Lager wieder rausfallen. Okay. Doch einfach reinstecken, ne? Doch, ist doch geil. Zeitplus-Gabel. Jetzt die obere Seite, ne? Schön! Schön Erdnussbutter drauf! Das Ding ist schon fast wieder fertig, oder? Das sieht nice aus. Das ist der gute alte Primo-Lenker. Und danach geht's zu Schulz! Ich brauch einen Spacer. Ja, hol dir. Wir sammeln erstmal hier. Hier, Silas. Die, du Affe. Welche denn? Wo die sind noch? Häuslich, die da drin liegen. Ein kleinen, flachen Häuslich. Schaffen wir es denn? Ja, bitteschön. Gute NS-Bike Top Cap, die ich irgendwo mal geklaut habe. Ja, jetzt fehlen halt nur noch die Räder und dann ist das Bike fertig. Ja. Leute, Wheels! Die sind meine Wheels. Geliebten Ram Squad Felgen mit Zeltnarbe und Original Oilslick Speichel. Die wild. Mega sick. Dicht. Ja. Wir machen das nur, damit ihr Content habt, damit ihr lachen könnt, was wir für Scheiße ihr macht. Ach, machen wir doch mal. Das ist alles professionell. Zieh bloß nicht deine Hose runter und zeig dir deinen dein Wiggy, Alter. Das wollen die nicht sehen, die wollen sehen, wie du das zusammenbohrst. Bisschen klebt da. Jetzt kommt das zweite Wheel. Die Narbe ist jetzt nicht wirklich laut, was ich bedauere, weil egal. Ich eigentlich eine laute Narbe schon immer haben wollte. Meine erste richtige Narbe war eine laute. Ja, ich kann es nicht so gut halten. Das eine Gold Match V2 war das? Ich habe in der einen Hand die Gold und in der anderen Hand habe ich sowas komisches. Was ist denn das? Weiß ich nicht. Ja, moin Leute, wir schleifen jetzt hier erstmal die Dinger ab. Hier muss kurz die Aufnahme ein bisschen geschmörgelt werden. Weil da reinlackiert wurde und meistens ist es dann so, dass es dann nicht mehr passt, weil es dann zu dick ist. Ja. Darum schleifen wir das kurz und dann vielleicht nochmal. Pfeile hast du eine Pfeile, ja, ne? Ja. Dann geht das besser. Ja, also guck mal, das geht doch jetzt auch schon so. Ich hab keinen Bock ständig runter zu laufen. Nur wegen dir! Ja, auf jeden Fall wird das dann gemacht, damit die Achse reinpasst, so. Ja. Platt. Ja. Ski, wir sind fertig. Ja, Leute, wir haben das Hinterrad jetzt drin. Jetzt wird nur noch die Kette und dann... Genau, kannst du das BIMS gleich mal auf die Räder stellen, damit die Leute sehen, wie das so aussieht. Wenn das zusammengebaut ist. Ja, wir haben alles zusammengebaut, jetzt muss halt nur noch die Kette ran. Und dafür brauchen wir einen speziellen Kettennieter. Hab ich nicht. Beziehungsweise, du weißt nicht, wo er ist bei dir. Zumindest für die. Auf jeden Fall ist das hier Silas neuer Rahmen. Ja. So geil, wa? Ich brech hier die Bretter durch. Ich muss nochmal die Gabel richtig einstellen. Die Gabel richtig einstellen? Ja, vom Winkel her, weil das Rad nicht gerade läuft. Und ich würde die auch vielleicht ein bisschen weicher stellen, die Gabel. Die ist zu hart. Ja, Leute, wir. Also, das war's jetzt erstmal.